Hallo, liebe Sternenfreundinnen und Sternenfreunde. Hallo an meine treue Community und ganz herzlich willkommen zu diesem Video mit der kosmischen Schwingung im November 2019. Der November wird ein intuitiver Monat. Die Konstellationen verstärken unsere Fähigkeit, Dinge wahrzunehmen und einander zu verstehen, ohne viele Worte zu machen. Das zeigen nicht nur die Aspekte, sondern auch die Tatsache, dass Neptun zum Monatsende hin nach mehrmonatiger Rückläufigkeit wieder direktläufig wird. Das heißt, er steht praktisch den ganzen November über im selben Grad, ziemlich in der Mitte des Fischezeichens und entfaltet dadurch eine starke Wirkung. Unser Mitgefühl, unsere Fähigkeit, Dinge ganzheitlich wahrzunehmen und unsere spirituelle Empfänglichkeit werden dadurch verstärkt. Dazu gleich mehr. Vorher habe ich aber noch ein paar Goodies für euch. Es gibt nämlich wieder eine Verlosung und diesmal könnt ihr ein Exemplar meines Jahrbuchs gewinnen. 2020 kommt. Da arbeite ich gerade dran und es wird wahrscheinlich das beste Jahrbuch ever. Ich bin ganz stolz, das ist jetzt schon das dritte Jahrbuch in Folge, das ich veröffentlichen werde. Mehr zur Verlosung und wie ihr daran teilnehmt, erfahrt ihr am Ende des Videos im Serviceteil. Und hier ist meine Gewinnerin aus der Verlosung im Oktober. Ein persönliches schriftliches Jahreshoroskop als PDF gewonnen hat Liese Müller. Herzlichen Glückwunsch, liebe Liese. Ich blende jetzt unten meine E-Mail-Adresse ein und bitte schreib mir eine Mail an diese Adresse mit deinen Geburtsdaten, damit ich dir das Horoskop als PDF mailen kann. Die Königsklasse des persönlichen Horoskops ist natürlich ein Beratungsgespräch mit mir, denn darin können wir ganz ausführlich auf die Projekte und Themen, die wirklich für euch anstehen, eingehen und ein Audiomitschnitt als MP3 ist im Preis inbegriffen. Ihr könnt die Beratung über meine Homepage buchen oder ihr ruft auf meinem Kundentelefon an, um einen Termin zu vereinbaren. Und alle Infos dazu verlinke ich euch hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Und jetzt wollen wir uns den Konstellationen im November widmen. Schaut euch das bitte ganz genau an, denn die Information hier in der kosmischen Schwingung ist eine wichtige Ergänzung zu eurem Sternzeichenhoroskop. Der November ist für die nächsten 12 Jahre der letzte Monat, in dem Jupiter in seinem eigenen Zeichen, also im Schützen, steht, sozusagen in seiner Heimat. Danach zieht er weiter in den Steinbock. Da kann er auch viel Gutes bewirken, aber da ist er sozusagen nicht zu Hause und kann sich nicht mehr optimal entfalten. Der Steinbock ist ja Saturns Herrschaftsgebiet und das ist für den großzügigen Jupiter ein bisschen streng und steinig. Er wird tun, was er kann, aber er hat sozusagen nicht die Mittel, ein Füllhorn an Geschenken über uns auszuschütten, wie wenn er sich in seiner Heimat, dem Schützen, befindet. Wenn ihr also Rituale oder astrologische Magie ausüben wollt, die mit Reichtum und Fülle zu tun haben, dann nutzt dafür jetzt nochmal den November, solange der Jupiter noch im Schützen steht. Mehr dazu erfahrt ihr auch in meinem Video über den Mondzyklus im November. Und jetzt schauen wir uns die Einzelheiten näher an. In der ersten Monatshälfte haben wir viele schöne und harmonische Energien. Vor allem nach dem 5. November, wenn das Quadrat hier von Saturn zu Pluto ausgestanden ist. Das hatte ich ja im Oktober schon geschildert, dass das eine Phase ist, in der es zu frustrierenden Erfahrungen kommen kann, weil man in Situationen gerät, in denen man nicht die Power hat, selbst was zu bewegen, sondern sich Umständen von außen oder auch den Vorgesetzten im Beruf beugen muss. Ich hatte euch geraten, da möglichst nicht zu rebellieren, sondern die Situation erstmal auszusitzen. Der Merkur ist ja rückläufig im Skorpion und bringt dann die Themen der vergangenen Tage und Wochen wieder auf den Tisch. Und das kann dann zu unangenehmen Gegenüberstellungen führen, wenn man sich zuvor gestritten hatte. Das Gute ist, dass sich gleich nach dem 5. November in den Tagen ein positiver Aspekt zwischen Mars und Jupiter aufbaut. Das ist eine Energie von Schaffenskraft und Optimismus. Und dieser Aspekt fördert jede Art von Zusammenarbeit in einem Team. Der Mars steht ja dann noch in der Waage und braucht deswegen Mitstreiter und fühlt sich im Team wohler als alleine. Und er bekommt jetzt von Jupiter nach dem Frustrationsaspekt mit Saturn und Pluto endlich ein Team an die Seite gestellt. Und wir haben noch weitere kosmische Hilfe, um Unstimmigkeiten wieder auszubügeln. Die Venus geht nämlich am 1. November abends in den Schützen und damit auf den Jupiter zu. Das ist eine heitere und angenehme Energie. Zeitgleich bildet die Sonne im Skorpion eine Reihe von angenehmen und aufbauenden Aspekten zu unseren kosmischen Wächtern Saturn und Pluto, aber auch zu Spiritualitätsplanet Neptun und hier zur Lilith. Das spricht dafür, dass es nach Zeiten härterer Auseinandersetzungen wieder mehr Konsens gibt.
Da kann uns sogar der rückläufige Merkur bei helfen. Der steht ja im Skorpion und das bedeutet, wir sind daran interessiert, seelische Prozesse zu verstehen und uns mit den Folgen von Streitigkeiten oder eben auch Hassreden gründlicher als sonst auseinanderzusetzen. Auch für das Privatleben sind diese Aspekte sehr angenehm, denn sie versprechen liebevolle Momente mit den Menschen, die wir mögen und bieten sich für alle Arten von Aussprachen an. Der Merkur selbst bildet ebenfalls günstige Aspekte, um in der Rückschau Vorgefallenes zu analysieren und in einer harmonischen Atmosphäre für Aufklärung zu sorgen. Der Vollmond am 12. November findet in den Zeichen Stier und Skorpion statt und bildet recht harmonische Konstellationen. Die genaue Deutung der Mondphasen findet ihr wieder in meinem Mondzyklus-Video. Ich mag ja die Vollmonde auf der Stier- und Skorpionachse, besonders im November, denn der Mond steht dann im Stier und da steht er erhöht. Und Stier und Skorpion sind beides sehr sinnliche Sternzeichen. Das seht ihr hier, ne? Stier, Skorpion. Und deswegen sind diese Vollmonde oft mit einer Energie von Erotik und Leidenschaft aufgeladen. Weiterhin wirkt dann der Aspekt zwischen Mars und Jupiter und der kann auch sehr sexy sein und dafür sorgen, dass die Potenz und Fruchtbarkeit erhöht sind. Falls ihr die Gelegenheit dazu habt, solltet ihr die Nächte rund um den Vollmond also nutzen, um der Liebe zu dienen. Das gilt für alle, die in einer sicheren oder unkomplizierten Beziehung sind oder einen netten Erotikpartner haben. Wenn die Lage kompliziert ist, seid ein bisschen vorsichtig, denn in den Tagen rund um den Vollmond bildet die Venus eine Spannung zu Neptun und das kann eine Neigung zum Täuschen und Betrügen anzeigen, und zwar sowohl in der Liebe als auch in finanziellen Angelegenheiten. Wenn ihr nicht ganz sicher seid, fragt lieber nochmal nach oder schaut genau hin. Immerhin ist ja auch der Merkur rückläufig und da kann es schon zu Missverständnissen kommen. Und vielleicht versucht auch jemand, euch mit Absicht hinters Licht zu führen. Auch die Lilith wird in dieser Konstellation angesprochen und die mag ja nun Lügen und Täuschung überhaupt nicht. Insofern können solche Sachen auch sehr schnell auffliegen und sogar einen gewissen Skandal nach sich ziehen. Am besten von allen Sachen, die nicht ganz koscher sind, die Finger lassen und in der Liebe und beim Geld genau aufpassen, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Denn gleich danach baut sich der beste Aspekt des Monats auf. Wenn die Venus durch den neptunischen Nebel hindurch ist, wird sie sich nämlich mit Jupiter verbinden und dann stehen beide Wohltäter in Konjunktion und das auch noch im Königreich von Jupiter im Schützen. Besser geht es kaum. Und diese günstige Phase dauert vom 16. bis zum 22. November. Die solltet ihr euch rot im Kalender anstreichen. Am 22. November um 15.58 Uhr geht dann dieses Jahr auch die Sonne in den Schützen und das verstärkt die positive Energie. Und jetzt habe ich auch noch eine ganz witzige Schnapszahl für euch. Das ist so ein typischer Merkurwitz. Am 20.11. um 20.11 Uhr wird der Merkur wieder direktläufig. Das kann man sich auf jeden Fall gut merken. Falls ihr ein bisschen Ahnung von Astrologie habt und euch jetzt fragt, warum nicht auch noch der 23. und 24. November top sind, wenn der schöne Aspekt zwischen Jupiter und Venus ganz exakt ist und die maximale Kraft hat, das kann ich euch sagen und dazu müssen wir uns den Mars nochmal anschauen. Der geht nämlich am 19. November ins Zeichen Skorpion, was die ganze Energie spürbar verändern wird. Der Mars hat in der traditionellen Astrologie die Herrschaft nicht nur im Widder, sondern auch im Skorpion. Deshalb steht er in seiner alten Heimat, wenn er im Skorpion ist, und entfaltet sich dort äußerst stark und wirkmächtig. Da fühlt er sich jetzt wesentlich wohler als vorher in der Waage und läuft direkt zur Hochform auf. Dabei ist der Mars im Skorpion enorm stark und ausdauernd, ist übrigens auch eine sehr sexy Konstellation, wenn man das im Geburtshoroskop hat. Er ist sehr loyal, sozusagen der Krieger, der für eine Sache oder seinen Herrn bis in den Tod geht. In Beziehungen ist er auch besitzergreifend und eifersüchtig. Und jetzt kommt's, vom 23. bis 26. November bildet er eine exakte Opposition zu Uranus, am 24. auch noch verstärkt durch den Mond und das ist dann eine explosive Planetenmischung. Da können einem dann schon mal Projekte und Pläne, die nicht sorgfältig abgesichert waren, wieder um die Ohren fliegen. Auf der emotionalen Ebene können die Konstellationen ein unerwartetes Eifersuchtsdrama anzeigen. Außerdem ist es leider auch ein Aspekt, bei dem die Unfall- und Verletzungsgefahr erhöht ist. Weil sich beide Planeten in fixen Zeichen befinden, also im Stier und Skorpion, ist das so eine Spannung, die zunächst hält und hält und sich dehnt und dehnt, weil keiner nachgeben will, bis sich die Spannungsenergien mit einem lauten Knall entlädt.
Deshalb seid in der letzten Novemberwoche bitte vorsichtig mit riskanten Aktionen und lasst euch nicht unter Druck setzen. Das gilt ganz besonders für diejenigen von euch, die die Sonne, also das Sternzeichen oder andere wichtige Planeten irgendwo im Bereich dieser Spannung haben, also erste Dekade oder ganz genau genommen 0 bis 6 Grad Stier oder Skorpion, aber auch Wassermann oder Löwe. Falls ihr schon mein schriftliches Geburtshoroskop von Kosmogramm habt, könnt ihr gleich nachschlagen, ob ihr in diesen kritischen Graden, in diesem Bereich Planeten habt. Und wenn ihr es noch nicht besitzt, könnt ihr euch eins bestellen, damit ihr meine Tipps und Hinweise immer gleich mitverfolgen könnt. Am 26. November geht die Venus in den Steinbock und läuft dann gleich in ein Quadrat zu Chiron. Das könnte bedeuten, dass es im Anschluss an diese Mars-Uranus-Spannung einiges zu heilen gibt. Da sind dann wahrscheinlich so manche liebevolle Partner oder Angehörige gefragt, sich um einen verletzten Marskrieger zu kümmern. Vielleicht erzählt der Aspekt auch von Liebeskummer durch eine plötzliche Trennung. Doch genauso schnell und spontan scheint sich das Blatt dann auch wieder zum Guten zu wenden. Das deutet sich ebenfalls schon am 26. mit dem Neumond hier im Schützen an. Denn dieser verheißt eine optimistische Energie und einen Blick nach vorne. Und tatsächlich klingt der Monat aus mit positiven Aspekten, die von Versöhnung und spiritueller Heilung sprechen. Und außerdem auch die Anbahnung einer neuen Liebe begünstigen. Mehr zu dem Neumond erfahrt ihr in meinem Video mit dem Mondzyklus, sobald es online ist. Das waren meine Gedanken zur kosmischen Schwingung in diesem intuitiven Monat. Eure Sternzeichenhoroskope findet ihr wie immer in meinem langen Video für die 12 Sternzeichen. Und hier kommt mein Serviceteil für euch. Jetzt ist ja die Zeit der Jahreshoroskope und ich bin sehr ausgebucht, denn in der zweiten Novemberhälfte soll mein Jahrbuch 2020 erscheinen. Im Dezember habe ich mir wieder Zeit für eure Beratungstermine freigehalten. Ihr könnt also gerne noch eine persönliche Beratung oder ein Jahreshoroskop bei mir buchen und das geht direkt über meine Homepage oder ihr ruft auf meinem Kundentelefon an. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Mein nächster Livestream ist der Vollmond-Talk am 11. November und zwar live aus Arizona. Wegen des großen Erfolges setze ich die Serie Wer passt zu wem fort? Diesmal Wer passt wie zum Skorpion? Außerdem verlose ich in der Sendung auch wieder eine Live-Beratung. Wenn ihr mitmachen wollt, müsst ihr euch bitte per E-Mail anmelden, denn ich brauche dazu eure Geburtsdaten und eine Einverständniserklärung, dass ich euer Horoskop zeigen darf. Das Anmeldeformular mit der E-Mail gibt es auf meiner Homepage. Einfach nach unten scrollen, da steht dann Livestream und der Livestream selber findet dann hier auf meinem YouTube-Kanal statt. Und jetzt kommen wir zur Verlosung des Monats. Diesmal könnt ihr ein Exemplar meines Jahrbuchs 2020 gewinnen. Um an der Verlosung teilzunehmen, postet mir bitte hier oder auf Facebook einen netten und konstruktiven Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr schon Abonnenten seid, dann teilt bitte meine Videos in euren Social Media. Wer gewonnen hat, das gebe ich dann in der kosmischen Schwingung vom Dezember bekannt und die geht ja Ende November online. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Falls ihr den Livestream mit Wer passt zu wem mit der Waage verpasst habt, den gibt es auch als Video. Interessant ist auch der Livestream mit dem Thema Astrokartografie, besser leben am richtigen Ort. Und hier geht's zu euren Sternzeichenhoroskopen im November. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.